Hallihallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer kleinen Partie Multiplayer Doom. Ich habe sehr viel Spaß mit diesem wundervollen Spiel, deshalb habe ich mir gedacht, den Spaß möchte ich nicht nur für mich alleine haben und im Multiplayer macht es nochmal um einiges mehr Spaß. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich viel dazu kommen werde, ein bisschen über die Gedanken zu Doom selbst zu reden, während ich versuche, im Multiplayer nicht komplett abzureißen. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall mit dem Spiel fast 100%, also alle Secrets und dem ganzen Zeug, auf, wie heißt der Modus, ultra schwer oder was auch immer das ist, also der dritte Schwierigkeitsgrad, bin ich jetzt durch und versuche mich jetzt gerade am fünften allerhöchsten Schwierigkeitsgrad, der so abgrundtief arschig ist. Es ist unglaublich. Ich habe mir nur gedacht, ich möchte ein bisschen mehr davon zeigen und noch ein bisschen mehr damit teilen und deshalb habe ich mir gedacht, ja, dann machen wir das halt einfach mal. Und ihr seht hier gerade meinen wundervollen, selbst customizeden Doom Marine. Ich nenne ihn Sparkly Boom Boom Man. Und genau das macht er auch, Sparkly Boom Boom. So, wenn ich dann ein Spiel gefunden habe, in das wir endlich einsteigen können, dann werden wir auch beginnen. Wir sehen uns gleich wieder. Oh Mann, man möchte es kaum glauben, aber es hat sich ein Spiel gefunden. Das ist ja der Wahnsinn. Ich fühl mich wie an Weihnachten. Holy crap. Team Deathmatch is the name of the game. So, jetzt fangen wir mal an. Mittlerweile habe ich sogar geschafft, meine Maus-Sensitivity so einzustellen, wie ich sie gerne hätte. Mittlerweile habe ich es auch geschafft, halbwegs wieder zu lernen, wie man einen Ego-Shooter eigentlich spielt. Das ist ja doch schon sehr lange her. Und dementsprechend war mein... das ist übrigens gleich eine so geile Sache, das mit den Loadouts. Ursprünglich war ich ja nicht so der Fan davon, aber mittlerweile finde ich das schon ganz cool. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, halbwegs zu einem, ich sage jetzt mal, ansehnlichen Spieler zu werden. Sage ich jetzt im Vorfeld, bevor ich mich komplett ultra embarrass. Der Multiplayer von Doom ist halt weniger Doom und mehr Halo Doom, möchte ich fast sagen. Zumindest kommt es mir persönlich so vor. Come at me, bra! Where are you, bitches? Oh, scheiße, da kommen alle auf einmal. Fick. Habe ich schon mal gut gemacht. Schon mal sehr gut gemacht. Ich habe gut angefangen. Kann viel Raum zum Schlechter werden, das ist gut. Warum läufst du gegen die Wand? Warum bist du nicht mehr in der Wand? Oh shit, 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 shit. Holy crap. Das war ja nicht so gut. Irgendwie laufen die Leute alle gegen die Wand oder habe ich einfach nur so eine scheiß Connection? Kann auch sein. Ich hoffe doch eher, dass es hoffentlich eher Ersteres ist, dass die anderen Leute vielleicht keine so gute Connection haben. Weil wenn es an mir liegt, dann ist das gar nicht gut für mich und mein weiteres Gameplay. So. Ich glaube, der gegnerische Demon ist gerade gespawnt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das ist überhaupt nicht gut. Oh shit! Und da ist der gegnerische Demon. Das ist auch sowas, was mich an dem Multiplayer irgendwie leicht anfuckt, aber auf der anderen Seite das Ganze auch irgendwie fresh macht, ist das mit den Dämonen-Runen, ich meine, die meisten Leute werden es eh schon wissen, dass mit den Demon-Runes funktioniert halt so, dass man halt eine Rune sich aussuchen kann und die Rune macht einen dann mehr oder minder zum Dämonen, zumindest bis man stirbt oder bis die Zeit abläuft. Und man ist einfach unbesiegbar und einfach viel zu stark, genauso wie mit den Special Pickup Weapons halt. Und es ist nicht besonders lustig, muss ich sagen. Also, es ist schon witzig, der Dämon zu sein. Es bringt ein bisschen frischen Wind rein, aber es macht jetzt einfach echt keinen Spaß, wenn man abgemeuchelt wird komplett. Aber jetzt haben wir einen Revenant. Das ist schon mal gut. Das ist ein guter Anfang. Ich würde das Wingman vielleicht mitnehmen wollen. Das mit den Runen da, also die man teilweise aktivieren kann und die man halt random in den Games kriegt, die sind schon ganz cool. Die funktionieren halt so, dass man sie für eine gewisse Zeit halt aktivieren kann. Und während sie aktiviert sind, hat man halt Bonis, wie zum Beispiel eben Wingman, dass ich halt mehr Erfahrung kriege, wenn ich gemeinschaftlich mit anderen Leuten Gegner kill. Was an sich ganz cool ist, aber es ist jetzt auch nicht so
Es hat nicht so einen großen Impact wie zum Beispiel eine Dämonenrune, die halt irgendwer in die Hände kriegt, der dann das komplette Spiel dominieren kann. Das sind halt eher so Kleinigkeiten. Ich meine, da gibt es ja wieder so übertrieben starke Boosts wie den Wallhack. Also, er heißt nicht Wallhack, aber man könnte ihn genauso nennen auch. Das war halt kein Problem. Weil genau das und nichts anderes ist es in Wirklichkeit, nämlich ein Wallhack. Oh, shit. Oh Gott, David. One-on-one ist immer so eine Sache, da kann man sich ganz gut anstellen, aber wenn dann auf plötzlich ein zweiter dazukommt und der eigene Kollege vielleicht noch nicht da ist, ist das nicht ganz so prickelnd, aber das ist ja eh Standard für einen Ego-Shooter, ne? So. Ich brauch Leben. Jetzt Teleporter nicht gescheit verwendet, ich Idiot. Ich finde auch irgendwie die Chain Gun fast ein bisschen overpowered, muss ich sagen. Also, die macht schon sehr viel Schaden, vor allem im Nahkampf. Und man kann mit der auch einfach nicht wirklich verfehlen. Das ist. Aber ihr seht es eh, es macht relativ viel Spaß, es geht relativ flott, es bewegt sich alles, es tut sich was. Und die Runden sind an sich jetzt nicht besonders lang und dementsprechend auch nicht besonders anstrengend, sag ich jetzt einmal. Und diese Kleinigkeiten wie eben jetzt zum Beispiel dieses Teleporter-Ding, das man halt statt der Granate mitnehmen kann zum Beispiel, ist, finde ich, relativ cool. Das mit dem Teleporter bringt einen zumindest in die Position, dass man relativ interessante und smarte Plays teilweise auch machen kann. Das war jetzt zum Beispiel eher weniger ein smartes oder interessantes Play, sondern einfach nur ein Play. Das war einfach nur dumm, weil ich mich nicht richtig umgeschaut habe. Das Problem mit Teleporter ist, dass man oft nicht wirklich Orientierung hat, sobald man aus dem Ding wieder rauskommt. Auf Higher Level Play kann man es vielleicht als Ablenkung verwenden für Leute, die glauben, man teleportiert sich gleich rüber. Oh. Oh shit. Was war das für eine Waffe? Ah. Falsche Taste. Ich mag auch das Zwei-Waffensystem sehr. Ich war auch großer Freund immer vom Halo-Zwei-Waffensystem. Oh scheiße, ich häng da fest, ich Idiot. Und blöd rumstehen geht ja mal sowieso gar nicht, weil, ja, dann ist man tot. Logischerweise. Crushing Defeat ist jetzt nicht unbedingt das, was ich hören wollte, aber wir haben ja noch Zeit, wir können noch eine Runde spielen. Ist ja kein Problem. Dann immer auch die schönen End-Cards mehr oder minder, wo dann die Leute, die Top-3-Spieler natürlich noch ihre tollen Emotes abfeuern können. Das ist natürlich auch besonders witzig. Vor allem die Emotes an sich sind relativ nett, finde ich. Oh, habe ich doch so hoch gescored in unserem Team. Kein Wunder, dass unser Team verloren hat, wenn ich Platz 2 in unserem Team bin. Das kann da nichts werden. Das kann zu gar nichts, das kann absolut zu gar nichts führen in Wirklichkeit. Ich hoffe, es ist mir nicht böse, dass ich nicht allzu viel reden kann. Ich möchte nicht ganz so 25% Accuracy ist ja gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Kill-Death-Ratio 1, ja. Ich meine, das ist was, mit dem kann ich leben. Ich kann echt damit leben, wenn 25% meiner Chain-Gun-Schüsse auch ihr Ziel treffen. Auch wenn ich gerade vor 2-3 Minuten gesagt habe, dass mit der Chain-Gun nicht treffen praktisch unmöglich ist. Das ist richtig. Da habe ich nicht gelogen. Nur. Da ist der Jaden-Faktor nicht mit eingerechnet. Also der ich kann nicht wirklich zocken-Faktor, der Kotschnups-Faktor, wie ich ihn ab jetzt nennen werde, ist dann nicht mit eingerechnet gewesen. Dementsprechend, das muss man halt auch hinzufügen. Die Intermission-Times sind ganz okay. Man kann halt nebenbei noch seine Hack-Modules, die man eben gekriegt hat und so, noch ein bisschen selber einsortieren, wenn man möchte, oder customizen für die Weapons oder Taunts oder was auch immer. Ich könnte da ein paar Taunts herzeigen. Die finde ich nämlich relativ nett. Ich finde die vor allem sehr hübsch. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob man die nicht in-game auch irgendwie abfeuern kann. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders sinnvoll wäre. Aber ihr seht da eh 21 von 150 Taunts unlocked. Also, da ist schon einiges übrig. Ja, Weapon Customization ist natürlich auch ziemlich geil. Ich meine, es ist jetzt nicht so viel, was man machen kann. Eigentlich ist es extrem viel, was man machen kann. Das ist übrigens auch gleich einer der nächsten Punkte. Nämlich, ich mag das sehr,
wie stark der Multiplayer und das Level-System im Multiplayer eigentlich nur dazu da ist, um neue Unlocks zu kriegen im Bereich von Farben, im Bereich von Mustern, im Bereich von Rüstungsteilen einzelnen, um sich seinen eigenen Awesome Doom Sparkle Marine zu bauen. Und ich finde das wesentlich klüger und besser und interessanter, als sich halt Waffen und im Endeffekt Power freizuschalten über solche Skill, also über solche Level-Systeme. Das ist meiner Meinung nach eher immer kontraproduktiv, vor allem weil du einfach keine Neulinge ins Spiel reinkriegst. Und du musst halt dann auch immer irgendwie noch ein Matching-System einbauen, das halt auf keinen Fall zu hochgelevelte Spieler mit zu niedrig gelevelten Spielern matcht. Das fällt halt hier mehr oder minder weg. Und man hat halt den wundervollen Vorteil, dass das kein Problem ist, weil man kriegt zwar Waffen freigeschaltet bis Level 10 oder so, damit man alle hat, also so langsam reingeführt wird, mehr oder minder. Aber alles in allem ist es jetzt wirklich nicht so schlimm, wenn man nicht alle Waffen hat. Die zwei Waffen, mit denen ich momentan spiele, also Chain Gun und Pulse Rifle, ich glaube, oder Burst Rifle, wie die heißt, sind tatsächlich zwei Waffen, die man von Anfang an hat. Also man hat eh fast alles von Anfang an. Und zwei von den Waffen, die man kriegt, sind wirklich komplett useless, Multiplayer-technisch gesehen. Also warum die überhaupt in dem Multiplayer drin sind, versteht es sowieso keiner momentan. Oh! Oh, warum bin ich überhaupt hier? Ich brauch Life. No Life, no Gain. No Gain, no Life. Come on! Oh shit! Okay, gut, die Alarmrune hätte ich jetzt wirklich nicht aktivieren müssen, diese echt useless as fuck. Habe ich den Assist bekommen? Das war aber nett. Ah, ich erinnere mich schon wieder, was das für eine Map ist. Das ist nämlich so eine Map, wo es Todesgruben gibt und Explosivfässer. Und ich bin ein großer Fan von beidem. Klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ist so. Oh shit, das hätte ich. Counter Intel, das ist gut. Gegner tracken. Oh, Demon Rune. Das sollten wir uns auf jeden Fall hinschmeißen, weil wenn wir das Spiel halbwegs reißen wollen, dann müssen wir die Demon Rune kriegen. Und wir haben sie, sehr gut. Jetzt darf derjenige, der sie hat, nur nicht verrecken, weil sonst kann sie nämlich einen Gegner übernehmen, praktisch. Das möchte man eigentlich vermeiden. Ha, da, 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 da. Oh Gott, da rennt mir vor der Nase einer von den Spacken rum und ich merk's nicht mal. Oh, da hat jemand eine BFG in der Reißen. Okay, alles klar. Das mit den Spezialwaffen, also Chainsaw, BFG-Dingen, die man halt als Pickups hat, also aller Quad-Damage und so auch ein bisschen, die finde ich jetzt eher grundlegend ein bisschen fragwürdig, aber ich habe das Gefühl, ja, muss auch irgendwie sein. Ich meine, so Sachen wie UT haben ja solche Dinge auch und es macht schon Spaß. Oh, scheiße, Baron, der fällt. Okay, Demon Possession vorbei, sehr gut. Da ist ein Sniper. Du musst leider sterben und ich sterb stattdessen. Super gut. Der war eh schon fast tot. Goddammit. Ja, das Einzige, was ich finde, ich von den Indikatoren, also abgesehen von dem Top-typischen Counter-Strike, wer hat wen getötet, Ding halt ist. Was mir ein bisschen stört ist, ich habe manchmal das Gefühl, ich krieg nicht wirklich 100... Mir wird nicht wirklich gescheit mitgeteilt, wenn ich jemanden töte. Also ich habe manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich gerade jemand getötet habe oder ob der noch irgendwo rumhüpft, weil ja doch das Spielgeschehen relativ schnell vonstatten geht. Da habe ich das Gefühl, dass andere Spiele wie zum Beispiel Unreal Tournament oder so das wesentlich besser... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber besser rüberbringen. Oh, scheiße, da ist einer mit der scheiß Lightning Gun. Vortex Rifle heißt das Ding, genau. Ich hasse diese snipenden Pissköpfe. Wie kann man in einem Spiel wie Doom Sniper sein? Das ist unglaublich. Oh, come on, wie der hinter mir rumrennt.
Stop making me look bad. Demon Rune incoming, okay. Kriegen wir die? Nein, kriegen wir nicht. Sehr gut. Okay, von da aus werde ich so nichts reißen. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Oh Gott, David. Ja, diese Vortex Rifle, die kann schon was. Sollte ich mir vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen. Oh shit. Da bin ich gleich wieder weg. Danke. Oh shit. Das war wieder ein gutes Beispiel, wie man ganz nett und ganz gut auch die Explosivfässer für sich verwenden kann, wenn man weiß, dass die Gegner kommen. Oh, scheiße, die Gegner sind richtig weit vorne, das ist gar nicht gut. Tja, kann man nichts machen. Zweimal in Folge verloren. Ich bin der Beste. Wir sind echt nicht besonders gut. Aber ich hoffe, ihr habt ungefähr einen Eindruck bekommen können, wie geil der Doom-Multiplayer sein kann. Es war wahrscheinlich nicht besonders entertaining, mir beim Uplosen zuzuschauen. Aber ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß damit und ich werde sicherlich noch ein bisschen mehr spielen. Ich meine, jetzt seht ihr noch, ja, man kriegt halt immer einen Arsch voll Scheißdreck, wenn man halt ein Level-Up hat. Und es macht halt total Spaß, das Zeug freizuschalten. Die Level kommen recht flott, kommen recht einfach. Wenn man sich halbwegs gut anstellt, dann auch ein bisschen schneller. Die Spielmodi sind ein bisschen, lassen leicht zu wünschen übrig. Punkto, es gibt keine richtigen normalen Deathmatch-Arenas oder sowas. Es gibt eben nur Team-Deathmatch im höchsten der Gefühle. Es gibt auch so Spezialsachen wie Domination, Warpath. Alles so arzi-fazi, super Modi. Ja, ich würde sagen, das nächste Mal bei Couchnoobs gibt es dann irgendwas anderes. Vielleicht wieder irgendwas mit Doom. Vielleicht werde ich dann einmal wieder die Kampagne ein bisschen weiterspielen. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann lasst es mich wissen. Ich zocke einfach die komplette Kampagne sowieso noch ein, zweimal durch. Und in dem Sinne würde ich sagen, ciao, baba.